Es gibt keinen schlimmeren Albtraum, als in einem von Jigsaws Fallen zu sitzen. Wenn er dich für eines seiner Spiele auswählen würde, was würdest du tun? In diesem Video werde ich aufschlüsseln, wie man jede einzelne seiner Fallen besiegt und welche Fehler man vermeiden sollte. Beginnend mit dem 2017er Film Jigsaw, in dem sein sadistisches Genie nur so durchscheint. Und so beantworten wir die Frage, wie schlagen wir Jigsaw? Zu Beginn folgen wir einem Mann, der vom Polizisten wegläuft und in ein leeres Lagerhaus rennt. Oben auf dem Dach findet er einen Zünder, der mit einem Klebeband an einem Balken befestigt ist. Verzweifelt und in die Enge getrieben verlangt er, einen Detektiv Halloran zu sehen. Und wenn er innerhalb von den nächsten 17 Minuten nicht kommt, werden 5 Menschen sterben. Der Detective kommt mit seinem Partner am Tatort an und offensichtlich denken sie, dass er meint, es handelt sich um 5 Geiseln, die an einer Bombe geschnallt sind. Aber die Zeit läuft ab. Er drückt auf den Schalter und die Polizisten fangen an zu schießen, aber irgendwas stimmt an der gesamten Situation nicht und man muss kein Detektiv sein, um das zu erkennen. Er hat den Abzug gedrückt, aber es gab keine Explosion. Er hält einen drahtlosen Fernzünder in der Hand, der normalerweise eine Reichweite von bis zu 1000 Metern hat und eine Sichtverbindung haben muss, was bedeutet, dass das, was er ausgelöst hat, ganz in der Nähe sein muss. Aber es gibt nichts in der Umgebung außer leere Fabriken. Also gibt es hier niemanden zu töten, das ist höchst verdächtig. Der Detective sucht nach Hinweisen, nicht ahnend, dass er bald in einem von Jigsaws grausamen Fallen gefangen sein wird. Mit seinen letzten Worten teilt er den Detectives mit, dass die Spiele begonnen haben und irgendwo in einem dunklen Raum ein Countdown bei 0 angekommen ist und 4 Menschen erwachen. Sie erkennen, dass der einzige Ausweg durch eine Tür aus Sägenblättern führt, bis sie die Stimme eines Mannes hören, der direkt zu ihnen spricht. Sie müssen nun ein Spiel spielen. Alles, was verlangt wird, ist ein Blutopfer. Mit dieser ominösen Warnung beginnen ihre Ketten, sie in Richtung der sich drehenden Klingen zu ziehen. Wenn ich in diesem Raum wäre, hätte ich absolute Angst, aber sie verschwenden alle Zeit, indem sie sich wehren, denn diese Falle kann man leicht mit etwas schnellem Denken und einer kleinen Strategie entkommen. Nun, also könntest du darüber nachdenken, jemanden in die Klingen zu werfen, was ziemlich kaltblütig wäre, sogar für mich. Aber der Raum wird überwacht und es gibt keine Möglichkeit, den möglichen Konsequenzen zu entgehen. Also ist Schummeln hier keine gute Option. Diese Frau hat eine geniale Idee. Sie geht auf die sich drehenden Klingen zu und schneidet sich in den Arm. Sofort flackert ein grünes Licht auf und die Klingen an ihrer Tür bleiben stehen. Sie hat es schnell begriffen, aber zuerst würde ich auf jeden Fall versuchen, die Ketten mit der Säge durchzutrennen. Erst wenn das scheitert, ist es an der Zeit, sich zu überlegen, wo man sie schneiden kann. Deine Gliedmaßen haben lebenswichtige Arterien und sind wichtig für die Beweglichkeit. Und wenn du denkst, dass ein Finger ausreicht, wirst du es kaum vermeiden können, eine Sehne zu durchtrennen. Der Spielraum für Fehler beträgt nur 3 mm und die Kreissägen sind nicht nachsichtig. Die beste Körperschnelle zum Schneiden ist das Unterhautfettgewebe des Bauches, da keine lebenswichtigen Organe beschädigt werden und die Beweglichkeit nicht beeinträchtigt wird. Die anderen folgen ihrem Beispiel und schneiden sich selbst, während sie in den nächsten Raum geschleppt werden. Aber der letzte Mann erlebt ein böses Erwachen, da er zu spät kommt, um die Tür zu öffnen. Das war ein Gnadentod im Vergleich zu dem, was die anderen erwartet. Inzwischen wurde eine Leiche gefunden, die den gleich markanten Eimer trägt. Bei der Autopsie finden 2 Sanitäter einen puzzelförmigen Schnitt in der Haut des Mannes. Die Visitenkarte des legendären Jigsaw-Killers John Kramer, der seit 10 Jahren tot ist. Der leitende Arzt zieht einen Chip aus der Wunde des Mannes, der verrät, dass noch 4 weitere Menschen in seiner Falle sitzen. Die Überlebenden, die die erste Etappe überstanden haben, versuchen herauszufinden, was vor sich geht und warum sie ausgewählt wurden. Und sie erkennen, dass sie für 5 vergangene Sünden ausgewählt wurden. Aber es ist Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was zählt. Dies ist ein Spiel und Spiele können gewonnen werden. Du hast hier einen kritischen Moment, um dich auf das vorzubereiten, was kommen wird. Wenn du deine Umgebung nicht nach Hilfsmitteln absuchst, die dir helfen können, dann verschwendest du nur Zeit. Dieser Ort ist voll mit nützlichen Werkzeugen. Die Zähne der Missgabel könnte man durch die Ketten stecken, um sie zu stoppen. Man könnte auch die Hufzange benutzen, um die Kameras zu zerstören. Plötzlich beginnen die Winden, dich nach vorne zu ziehen. Dein erster Instinkt, schnell eine Kette um einen stabilen Gegenstand zu wickeln, aber das wird wahrscheinlich nicht ausreichend. Die beste Chance ist es, die eigene Kette um die Winde und in einen Knoten zu legen, sodass sie beim Anziehen an sich selbst zieht und sich verklemmt und der Knoten sich nicht durch den Räder bewegen kann. Einer entdeckt ein Tonbandgerät und schnappt es sich, woraufhin die Winden abreißen. Nur ist das eine Vorbereitung für die nächste Falle, die von der Decke hängt. 3 Spritzen fallen herunter, alle mit Nummern versehen. Auf dem Kassettenrekorder ist eine Nachricht zu hören, die besagt, dass ein Handtaschendieb vergiftet wurde und nur eine Spritze das Gegengift enthält. Die anderen enthalten Kochsalzlösung oder eine tödliche Säure. Ihr einziger Hinweis ist eine Frage. Was ist ihnen ein Leben wert? Glücklicherweise ist der schuldbewusste Gesichtsausdruck der Blondine der einzige Beweis, den sie brauchen, um zu wissen, dass sie die Diebin ist. Das Problem ist, dass sie nicht bereit ist, es zu versuchen. Nun, wenn das gesagt ist, könnte es einen Weg geben, das Ganze zu überlisten. Säure brennt bekanntlich. Mit einem Stück Haut oder Blut könnte man also testen, ob es sich hier um Kochsalzlösung oder Säure handelt. Wenn du also Juckreiz, Ausschlag oder sonstiges hast, kannst du diese Dose schon mal ausschließen. Die anderen kannst du eventuell durch Salzgeschmack eliminieren und so vielleicht bestätigen, dass die letzte verbleibende Dosis das Gegengift ist.
Aber sich auf die Kooperation von anderen zu verlassen, ist riskant, denn Zögern oder Unehrlichkeit bringen uns definitiv um. In diesem Fall könnte das Rätsel auch ohne ihr Geständnis gelöst werden. Das Band gibt hier genug Informationen. Ein Handtaschendieb, der das Leben nicht schätzt. Wenn die Lektion, mit der er sie beschämen will, darin besteht, dass das Leben sehr wenig wert ist, dann könnte die niedrigste Zahl von 3,53 als Geldwert richtig erraten werden und jeder von ihnen würde dem schrecklichen Tod entgehen. Stattdessen sticht der bärtige Mann alle 3 Spritzen in die Blondine und sie werden endlich befreit. Alle sehen entsetzt zu, wie die Säure ihr Gesicht zersetzt. Der Typ hier schaut auf die Spritze mit dem Gegengift und findet darin eine Zahlenfolge, mit der er erfolgreich die nächste Tür aufschließt. Was toll ist, aber was ist mit den Fenstern? Ich würde die Heuballen stapeln, um nach oben zu kommen und zu sehen, ob ich ausbrechen kann. Aber klar, laufen wir einfach in die nächste Falle. Sie mögen für den Moment in Sicherheit sein, aber durch diese Tür wartet eine weitere brutale Falle auf sie. Ich würde also Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir sollten den Raum überblicken, bevor wir hineingehen und uns schnappen, was wir können, denn es könnte sich als nützlich erweisen. Und man weiß nicht, was als nächstes kommt. Die letzte Tür ist mechanisch, also könnte das Blockieren der Tür mit dieser Schubkarre sie lange genug offen halten, damit sie sich zurückziehen können, wenn die Dinge erst einmal schrecklich schief laufen. Sie halten nicht inne, um irgendwas davon zu bedenken, als die Tür hinter ihnen zuschlägt und sie nach vorne zwingt. Also ich hätte so viel Schiss, dass man mich aus dem ersten Raum überhaupt in den zweiten ziehen müsste. Die Polizisten finden weitere Beweise dafür, dass Jigsaw irgendwie noch am Leben ist und bestätigen, dass der Stimmenabdruck in der Nachricht definitiv von Jigsaw stammt. Sie wissen nicht, was sie davon halten sollen, denn alles deutet auf eine unmögliche Wiederauferstehung von Jigsaw hin. Aber wenn sie tiefer gegraben hätten, hätten sie diesen Fall genau hier lösen können. Jede Audioaufnahme seit 2005 kann allein durch das Hintergrundbrummen genau datiert werden. Die elektrische Frequenz unserer Stromnetze hat eine einzigartige Fluktuation und wenn man diese Frequenz mit einer Datenbank abgleicht, wäre man in der Lage gewesen zu bestätigen, in welchem Stromnetz es aufgenommen wurde. Auch das Datum der Aufnahme. Die 3 Überlebenden betreten einen weiteren Raum und stellen fest, dass nicht nur die Fenster vergittert sind, sondern auch, dass sie sich auf dem Land befinden. Diese Fallen sind persönlich, also es ist Zeit für Ehrlichkeit. Der bärtige Mann gibt zu, dass er seine Frauen betrogen hat, zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Verbrechen. Die Frau erzählt ihnen, dass ihr Mann versehentlich ihr Baby erstickt hat und sie ihm nie verziehen hat. Wohl kaum ein Geständnis. Wir wissen auch, dass diese Frau eine Diebin war, deren Gier damit endete, dass sie jemanden tötete. Wir werden herausfinden, dass jeder einzelne dieser Leute hier ist, weil sie etwas Schlimmes getan haben und Jigsaw sie aufgespürt hat, um es ihnen heimzuzahlen. Aber sie haben noch eine Chance. Nun, dieser Raum ist verdächtig leer und Fallen sind weit und breit keine zu sehen. Aber du kannst definitiv garantieren, dass es welche gibt. Es ist also noch nicht Zeit auszubrechen. Finde erst die Fallen, ohne sie auszulösen. Durch vorsichtiges Erforschen des Bereichs hätten sie auf jeden Fall die Falle unter den Dielen entlarven können. Dann ist es Zeit, die Kamera zu finden und sie kaputt zu schlagen. Was ihnen genug Zeit gibt, der Falle auszuweichen und die Tür mit den Werkzeugen darin aufzubrechen. Aber dieser Kerl hält nicht viel von Planung, denn er fällt durch die Bodendiele und direkt in die Falle. Als sie den Boden mit einer Schaufel durchbrechen, finden sie ein Tonbandgerät. Er schnappt es sich schließlich und sie spielen es ab. Zieh den Hebel und alle kommen frei. Ich würde versuchen, ihn herauszuholen, indem ich diese Ketten und Haken an den Umlenkrädern anbringe, daran ziehe, um die Falle umzukehren und genug Spielraum zu geben, um sein Bein herauszuziehen. Aber das würde nur funktionieren, wenn ich auf Steroide wäre. Meine sehr durchschnittliche Kraft würde wahrscheinlich nicht mit der Kraft des Flaschenzugs übereinstimmen. Eine bessere Methode ist es, etwas zu finden, das schwer genug ist, um es als Gegengewicht zu benutzen und um die Spannung des Seils zu entlasten. Es gibt tonnenweise schwere Gegenstände in diesem Raum und wenn wir die benötigte Hebelwirkung herausfinden können, könnte es ausreichen, um ihn zu retten. Plötzlich gehen alle Lichter aus, bis auf das im Silo. Gemeinsam gehen sie hinein und finden eine Fernbedienung, die an einer Schnur hängt. Da sie keine anderen Möglichkeiten haben, greifen sie danach, was dafür sorgt, dass sie sofort eingeschlossen werden. Der Fernseher schaltet sich ein und verkündet, dass dieser Typ den Hebel ziehen muss, um ihr Leben zu retten, dabei aber sein Bein verlieren würde. Und in diesem Moment beginnt sich das Silo mit Getreide zu füllen. Okay, sehen wir uns das noch einmal an. Das ist offensichtlich eine Falle, also nimm vielleicht die Türen von den Angeln, bevor du reingehst. Für den Fall, dass du schnell abhauen müsstest. Aber die haben es sich definitiv schwerer gemacht. Die Körnerfalle hier ist kein Witz und es dauert nur 22 Sekunden, bis man komplett untergetaucht ist. Gefangen im Getreide und unfähig sich zu bewegen, fliegt eine Mistgabel herunter, Zentimeter von ihr entfernt. Das wurde gerade viel interessanter. Sägeblätter und Messer beginnen zu regnen, eines davon schlägt direkt in seine Schulter ein und sie haben hier wirklich nicht viel, womit sie arbeiten können. Aber jede Waffe, die sie verfehlt, ist ein Objekt, mit dem sie sich schützen können. Die Schmerzensschreie überwältigen ihn mit Schuldgefühlen und er zieht den Hebel. Sein Bein wird aufgeschnitten, die Silotüren bersten und der Ausgang schwingt auf und führt in den nächsten Raum. Das war definitiv knapp. Währenddessen entdeckten sie im Labor Partikel von Schweinekot und Blut unter den Nägeln des Opfers, die mit der DNA von Jigsaw selbst übereinstimmen. Er muss am Leben sein. Das alles könnte ihnen helfen, die anderen zu finden, aber sie werden von einem Neuankömmling unterbrochen. Es sieht aus wie die Handtaschendiebe. Ihre Autopsie zeigt, dass sie einen puzzelförmigen Schnitt in der Zunge hat und die Assistentin scheint sich sehr darüber zu freuen und ist ziemlich aufgeregt. Und es gibt noch viel mehr, wo das herkommt, denn sie zeigt dem Doktor ihren Hobbyraum voller Jigsaw-Fallen.
Das ist unheimlich verdächtig, aber auch irgendwie ziemlich pervers. Die Frau zieht den Gürtel um das Bein des Mannes, während der andere Überlebende versucht, eine Tür mit Gewalt zu öffnen. Plötzlich gehen die Lichter des Traktors an und im Inneren befindet sich ein Kassettenrekorder, der für ihn bestimmt ist. Und er ist auf den Köder hereingefallen. Okay, über den Boden verstreutes Heu ist kein Zufall. Leider muss man das Spiel spielen, aber man muss nicht direkt in seine Falle laufen, wenn man es verhindern kann. Vielleicht solltest du das nächste Mal, bevor du erwischt wirst, einfach die Riesenfalle in der Mitte des Raumes erkunden. Der Rekorder läuft weiter. Wir erfahren, dass er vor Jahren ein defektes Motorrad an Jigsaws Neffen verkauft hat, der Minuten nach dem Kauf starb. Wenn er unten nicht die Bremsen zieht, um die wirbelnden Klingen zu stoppen, wird er sterben. Wenn man erst einmal drin ist, hat man keine Chance mehr. Zum Glück für ihn ist das Getriebe dieser Falle offen. Diese kann man blockieren, indem man einen starken Metallgegenstand zwischen die Zahnräder oder die Radspeichen klemmt. Die Frau versucht es und es funktioniert, aber lange danach zieht die Kraft durch das Hindernis. Okay, das ist tough. Aber es gab da was, was sie schon vor all dem hätten tun sollen. Sie hätte ihm helfen sollen, sich zu schwingen, sobald er vom Boden abgehoben ist. Einfach um den Schwungwinkel zu vergrößern, was ihm mehr Chancen geben würde, das Bike zu erreichen. Ich meine, er ist schon ganz schön nah dran. Aber das ist nur die halbe Miete. Es gibt keinen Killswitch und der einzige Ausweg ist durch die Falle. Wenn der Motor bereits läuft, wird das Abklemmen der Batterie ihn nicht mehr ausschalten. Nun, ich bin kein Motorradmechaniker, also ist das hier ein bisschen knifflig. Aber vielleicht hilft dieser Schlüssel im Zündschloss. Es ist ein Versuch wert, aber die Zeit läuft ihm davon, was zu einem weiteren brutalen Tod führt. Die Frau kann eine Tür gewaltsam öffnen und es auf die andere Seite schaffen, aber sieht daraufhin einen Mann in einer Schweinemaske, der sie sogleich ausnockt. Am nächsten Tag ist der Verdächtige aus dem Krankenhaus verschwunden und als John Kramers Sarg geöffnet wird, liegt die Leiche des Verdächtigen darin und Jigsaw ist nirgendwo zu finden. Die Frau wacht auf und stellt fest, dass sie und der andere Überlebende von John Kramer, dem Jigsaw-Killer selbst, an die Wand gefesselt worden sind, der sehr wohl am Leben ist. Jigsaw enthüllt, dass sie gelogen hatte und dass nicht ihr Mann, sondern sie das Baby erstickt hatte, um ihrem Mann den Mord anzuhängen. Geladen mit einer Patrone lässt er sie in einer Schrotflinte zwischen den beiden stehen. Der Frau wird klar, dass jemand sterben muss und sie will nicht, dass sie es ist. Nun, sie vergisst hier zwei sehr wichtige Details. Erstens, es gibt immer einen Ausweg für jeden und zweitens, will er eine moralische Ansage machen. Das mag jetzt im Nachhinein so sein, aber wenn er die Patrone hochhält und sagt, hier ist der Schlüssel zur Freiheit, dann hat das vielleicht ein bisschen mehr Bedeutung und vielleicht spielt ihm der Versuch, jemanden zu töten, genau in die Hände. In jedem Raum wurde mit jedem Band darüber gesprochen, wie sie ihr Leben über das anderer stellen. Aber wie können wir das Ganze verhindern? Den Raum und die Geräte zu untersuchen, bevor man etwas überstürzt tut, ist immer der richtige Plan. Aber die tun es nicht. Er fleht sie an, ihn nicht zu töten, aber sie schnappt sich die Waffe, richtet den Lauf auf ihn und drückt ab, wobei es ihr Gesicht komplett zerfetzt, als die Waffe nach hinten losgeht. Erschreckend schaut er auf die Waffe und sieht Fragmente von Schlüsseln, die farblich gekennzeichnet sind. Grün für das Schloss, der Frau und gelb für seines. Die Schlüssel steckten in der Patrone, sie hätten entkommen können, wenn sie die Waffe nicht abgefeuert hätte. Das hat er gemeint, als er sagte, hier ist der Schlüssel zur Freiheit. Aber lass uns auch mal zurückgehen, denn es könnte einen anderen Weg geben. Das ist eigentlich die beste Falle bisher, weil es kein Zeitlimit gibt und die Falle nur ein Vorhängeschloss ist. Aber nehmen wir mal an, es gäbe keine Schlüssel, dann greife ich sofort zur Waffe, um den anderen am Schießen zu hindern. Dieses Geländer ist mit 4 Schrauben an jedem Ende befestigt. Ohne Zeitlimit wäre es vielleicht möglich, es loszutreten, um die Ketten herauszuschieben. Das ist jedoch keine gute Strategie, wenn du nur ein Bein hast. Ohne Zeitlimit würde ich versuchen, die Waffe zu zerlegen und die Teile zu verwenden, um das Vorhängeschloss aufzuhebeln, was mit einem Schraubenschlüssel möglich ist. Es wäre in diesem Fall wahrscheinlich extrem schwierig gewesen, aber alles, was man dazu braucht, sind Hebelkraft und stabiles Werkzeug. Es könnte auch ihre einzige Chance sein, zu überleben. Der Detective erfährt von dem Lagerhaus des Assistenten und sie brechen ein extrem verdächtiges Museum des Schreckens ein. Dort finden sie hinter einer falschen Wand ein weiteres zerfetztes Opfer, das von der Decke hängt. Der Arzt wird verhaftet, weil er in der Nacht zuvor mit dem Assistenten im Lagerhaus war. Er behauptet aber, dass sich in der Leiche des Verdächtigen eine Kugel befindet, die nur von Hollerans Waffe abgefeuert worden sein kann. Das bedeutet, dass der Detective ihn erschossen hat, um seine wahre Identität als Jigsaw-Killer zu verbergen und er zeigt dem Detective den Beweis. Zurück zu Hause erzählt ihm die Assistentin, dass sie weiß, wo Jigsaw sein Spiel treibt und beschließt es zu überprüfen. Sie kommen auf der Farm an, wo sie die Fallen finden, aber Holloran ist ihnen gefolgt. Er versucht sie als Geiseln zu nehmen, aber sie können sich befreien und trennen sich. Holloran wird daraufhin ohnmächtig. Er und der Doktor wachen mit einem Halsband aus Laserschneidern an ihren Hälsen auf. Dies ist Jigsaws letztes Spiel. Bekenne deine Sünden, warum du den Tod verdient hast und du wirst freigelassen. Okay, ich warte hier definitiv nicht auf ein Geständnis. Ich kann meine Falle nicht sehen, aber ich sehe die des anderen und nehme an, dass meine identisch ist. Um genug Energie für diese Laser zu erzeugen, muss im Inneren des mechanischen Arms eine Verkabelung sein. Es wird dein Gewicht nicht halten, wenn es so ausgefahren ist. Als erstes versuche ich das Halsband zu packen und mich mit meinem Gewicht nach unten zu ziehen, in der Hoffnung, den Arm zu brechen und vielleicht die Energieversorgung zu unterbrechen.
Holloran aktiviert das Halsband des Doktors und zwingt ihn, sein Verbrechen zu gestehen. Er war derjenige, der Jigsaws Röntgenbilder vertauscht hatte, was ihm zum Verhängnis geworden ist. Aber es ist nicht das Geständnis, das Jigsaw will. Daraufhin tötet das Halsband den Doktor. Der Detective ist der Nächste und seine Leser schalten sich ein. Er gesteht eine ganze Wäscheliste von Verbrechen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Die Leser an seinem Kragen verbrennen die Decke über ihm, während die des Arztes das nicht getan haben. Was ist hier los? Der Doktor steht vom Boden auf und gesteht, dass er Jigsaw ist. Alles war inszeniert und die Falle war gefälscht. Vor Jahren wurde er für ein Spiel ausgewählt, weil er wirklich Jigsaws Röntgenbilder vermasselt hat, was dazu führte, dass der Krebs so spät erkannt wurde, um ihn zu behandeln. Aber Jigsaw hatte in letzter Minute Erbarmen und rettete ihn, weil es nur ein Unfall war. So konnte er Jigsaws Lehrling werden. Er war der Typ am Anfang des Films, von dem wir dachten, dass er im Kreissägenraum gestorben ist. Jetzt, 10 Jahre später, täuschte er vor, dass Jigsaw wieder da ist, legte gefälschte Beweise vor, um den Detective reinzulegen. Er erschoss den ersten Verdächtigen auf dem Dach mit einem Scharfschützengewehr und fälschte die Tonbänder mit Jigsaws Stimme. Und niemand wird die Wahrheit erfahren. Alles nur, weil der Detective den Verbrecher, der die Frau des Doktors getötet hat, frei herumlaufen ließ. Der Arzt überlässt Holloran seinem Tod, als ein Laserschneider seinen Kopf in Stücke spaltet. Game over. Nun, das ist nur der Anfang. Es gibt noch mehr schreckliche Jigsaw-Fallen und wir werden sie alle in kommenden Videos vorstellen. Aber was denkst du? Wie würdest du Jigsaw schlagen? Lass es mich unten in den Kommentaren wissen. Gib dem Video doch ein Like, wenn es dir gefallen hat und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal aber wünsche ich dir noch einen verdammt guten Tag.